1908. Der Live-Radio Lask Podcast. Immer Laske, immer Laske, hey, hey. Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio Lask Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Heute bei mir zu Gast, der ist inzwischen 27 Jahre alt, geboren in Linz und ein richtiges schwarz-weißes Urgestein, Innenverteidiger, Kopfballstark und geht dorthin, wo es weh tut. Felix Luckeneder, herzlich willkommen zurück in der Stahlstadt und danke, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast nimmst. Servus. Was darf ich da traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein Drei an Radler oder alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd? In dem Fall nehme ich eher das Wasser, ja. Und was für eins? Still oder prickelnd? Still, ja. Okay. Still. Für mich ein Zipfer-Urtyp. Prost, Felix. Prost. Am letzten Tag der Transferperiode, am sogenannten Deadline Day, hat es geklappt, du bist wieder zurück beim LASK. Wie geht's da? Ja, danke, danke. War dann, wie gesagt, sehr, sehr kurzfristig und dann ein bisschen spontan. Am letzten Transfertag geht alles, oder muss ein bisschen schneller gehen. Und ja, bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt wieder in meinen Farben, sage ich mal, spielen darf und ja, auf natürlich sehr erfolgreiche Zukunft. Vertrag bis 2024 klingt noch am Heimkommen für längere Zeit. Ja, schauen wir. Also ich sage, im Fußball oder allgemein im Sport kann es immer sehr, sehr schnell gehen, aber das war jetzt da so, sage ich mal, für mich auch wichtig mit meinem Alter, dass ich sag, über längerjähriges Dienstverhältnis da gesprochen wurde und das ist mir dann auch von Seiten des LASK so erfüllt worden und ich glaube, dass alle Beteiligten sehr, sehr glücklich sind. Apropos glücklich, beschreibe uns deine ersten Momente, Gefühle, wie du wieder beim LASK angekommen bist. Es war auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Am letzten Transfertag noch von Graz rausfahren müssen, dann noch die letzten Sachen abklären im Krankenhaus und dann unterschreiben. War sehr stressig für mich, habe aber natürlich den Stress sehr gerne auf mich genommen, weil ich gewusst habe, es geht Richtung Heim und ja, war dann sehr froh, dass das alles geklappt hat und ich habe eine sehr, sehr erfolgreiche und tolle erste Zeit gehabt beim LASK und jetzt hoffe ich natürlich, dass es genauso weitergeht. Wie war der Empfang in der Kabine? Du dürftest ja noch so ziemlich alle kennen von der Mannschaft. Ja, sicher. Die meisten haben sich natürlich mit mir gefreut und war dann wieder ein tolles Wiedersehen. War auch noch mit den meisten oder mit einem Großteil der Spieler, die halt mit mir gespielt haben, sprich Wiesinger, Golginger, Schlager und so Konsorten, die war ja immer im ständigen Austausch und haben sie ja auch vor zwei Wochen noch selber gesehen, wo wir mit Hartberg da gespielt haben. Da ist natürlich auch wieder der Schmäh gerannt und genauso war es auch dann am Dienstag halt dann auch, nachdem ich unterschrieben habe, dann auch der Empfang von den Burschen. Also macht es eingewöhnen natürlich sicher für mich auch persönlich ein bisschen einfacher, wenn man das ganze Umfeld kennt, also es ist ja, redet jetzt nicht nur von den Spielern, sondern auch im Büro den einen oder anderen, den ich schon sehr gut kenne und das macht halt den ersten Einstand da ein bisschen einfacher. Wie gesagt, sie haben sich alle mit mir gefreut und genauso habe ich mich auch gefreut und hoffe natürlich, dass wir da jetzt dann wieder voll angreifen können. Du hast gesagt, der Schmäh ist gerannt, jetzt bin ich aber nicht gekriegt. Was ist gerannt worden? Der eine oder andere Schmäh ist schon gerannt worden, dass ich wieder retour komme und jetzt wieder daheim, vor allem mit dem Wiesi, haben wir ein bisschen blailt, aber die anderen auch, wie gesagt, Sascha Horvath habe ich halt kenne ich von Hartberg noch, Flecker hat auch mit mir in Hartberg gespielt, also der Schmäh ist gerannt, den Oberösterreicher Schmäh, den habe ich natürlich nicht verlernt und der kommt da in der Kabine sehr gut an, glaube ich. Bevor wir uns dem Hier und Jetzt genauer widmen, lass uns ein bisschen über deine bisherigen Karrierestationen reden. Angefangen hat das Ganze in Rotteneck im Obermühlviertel. Wie war das damals als kleiner Bub? Ja, genau, das war ein älterer Bruder, der hat auch schon Fußball gespielt und war eine lustige Geschichte, halt, weil ich eigentlich nur ins Training gehen wollte, wenn mir der Trainer dort versichert, dass ich Tormund sein darf. Weil ich früher auf der Wiesn daheim mit dem Papa und mit dem Bruder sehr gerne ins Tor gegangen bin und das war so meine Voraussetzung. Ich gehe nur ins Training, wenn ich im Tor stehen darf und genauso hat es dann auch angefangen. Also mit 6, 7 Jahren
wo ich dann zum Verein gekommen bin und da habe ich ihn dann ins Tor gehen dürfen. Aber das hat sich nach ein paar Jahren, sage ich mal auch zwei Jahren, hat sich das schnell herauskristallisiert, dass ich da nicht im Tor stehen darf, weil ich am Platz, sage ich mal, am Feld nur eine bessere Figur gemacht habe und genauso hat sich das dann halt auch entwickelt. Also wie gesagt, Rotteneck, meine erste Station, dann ist es schon wieder losgegangen. Also, Das heißt, der Bruder und der Papa waren ausschlaggebend, dass du zum Fußball gekommen bist? Ja, genau so war es. Also man macht halt immer gern dasselbe, was der ältere Bruder macht, macht ab und zu mal ein Blödsinn auch, das was er macht. Da schaut man sich ja viel ab und der Papa hat das natürlich auch sehr unterstützt, dass wir da im Verein ja, Sport betreiben und unsere Freizeit dort verbringen. Ich selber auch ja, langjähriges Mitglied im Fußballverein in Rotteneck und da hat es das Ganze ja, sehr einfach gemacht, dass ich, ja wie gesagt, dann auch ins Tor gehen darf. Das war halt meine Voraussetzung und dann hat der ganze Weg so seinen Lauf genommen. Welche Erinnerungen hast du so an diese erste Zeit beim Kicken als kleiner Bub, bevor du zum Lass gekommen bist? Ja, es war natürlich, der Spaß war immer im Vordergrund. Also es ist ja schon sehr ein schönes Gefühl, wenn man so am Land halt mit seinen Freunden, sage ich mal, alle gleich alt, Schulkollegen, jetzt Wochenende bei irgendwelchen Turnieren mitspielt und der Spaß war im Vordergrund und da hat man dann halt auch schon gesehen, der eine hat ein bisschen mehr Talent, der andere weniger, aber das hat da eigentlich keinen Unterschied gemacht. Also das ist schon, sage ich mal, in den Jahren, sagen wir mal, wenn man älter ist, dass man gerne auch nur am Fußballplatz geht, bei mir daheim und schaut, wie da die Nachwuchsarbeit ist, irgendwo am Land und da sieht man einfach, wenn man die Burschen und Mädels ja in dem Alter so ins Gesicht schaut und die haben die größte Freude, dann erinnert man sich auch gern zurück und das ist schon eine tolle Geschichte. Mit 11 bist du dann zum Lass gegangen. Wie war der Schritt damals? Der Kontakt hat sich damals über eine Nachwuchsauswahlen, sage ich mal, entwickelt. Da habe ich eine Einladung gekriegt zum Sommertraining. Sommertrainingslager, ich glaube, im Stift Kremsmünster war das. Wo ich da mitmachen habe dürfen und da habe ich mich in der Woche ja, nicht so schlecht präsentiert und war dann schon ein nächster Step, sage ich mal, vom kleinen Dorfverein dann zum großen LASK in die Nachwuchsabteilung zu wechseln. Das war halt dann auch schon, sage ich mal, über diese Auswahlteams dann einfach schon ein bisschen so ein Traum, dass man sagt, ja, man will dorthin kommen, man will irgendwann einmal vielleicht Geld verdienen, man will Profi werden und genauso hat sich das entwickelt. Also das war dann schon für mich persönlich, ich meine, ich bin dann in Urfa in die Schule gegangen, da war das, sage ich mal, das Zugfahren von Rotteneck nach Urfa nicht so tragisch oder keine Umstellung und dann halt immer das Training nach Wiesen aussehen, das war schon immer ein bisschen eine Weltreise und dann mit der Straßenbahn wieder retour, also ich habe da auch ohne Unterstützung von daheim geht das natürlich nicht, aber es war dann schon ein großer Step, sage ich mal, von Rotteneck bis nach Auwiesen immer öffentlich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, war dann schon ein braler Weg, aber man hat dann auch schon in dem Alter, sage ich mal, immer ein Ziel vor Augen gehabt, ohne dem geht es natürlich nicht und man wollte Profi werden und das ist mir dann halt, ja, sage ich mal, in der Hinsicht dann gut geglückt. Wie war das für dich und für euch als Familie, wenn man sich die Zeit anschaut, so in der Unterstufe, sprich in der Grundschule? Ja, zeitaufwendig war es natürlich. Also man hat da auch schon in jungen Jahren, so mit 11, 12, fast täglich Training. Dann halt immer nach der Schule dann noch rausgefahren, von daheim halt nicht. Wie ich vorher gesagt habe, ohne Unterstützung geht es nicht. Der Papa hat halt geschaut, dass er mich abholt, mich hinbringt, wie es halt möglich gegangen ist, auch von der Arbeit. Die Mama war immer, oder ist jetzt noch immer, sage ich mal, ein bisschen im Hintergrund, aber die schaut natürlich, dass es mir gut geht. Das war halt die, was eher zu Hause geblieben ist, aber der Papa war halt da immer dabei, also egal wo es hingegangen ist, hat er versucht, dort zuzuschauen und mich dort unterstützen. Und dasselbe war halt auch mit der Schule. Das war, sicher, man träumt, man will Fußballprofi werden, aber die Schule natürlich auch ganz was Wichtiges, auch für die so ganz Jungen oder die Akademiespieler, das darf man nicht vernachlässigen. Und da hat es halt dann von daheim und dann auch mal, wenn mal nicht was passt hat, hat es halt wieder mal ein bisschen eine in die Richtung was gegeben, wo die Mama gesagt hat, du schau her,
Fußball, alles recht und schön, aber macht er Schule. Ja. Und das ist halt auch von der Ham, sage ich, in der Hinsicht mitgegeben worden. Und da bin ich auch ja, nicht stolz drauf, aber das war immer so diese Unterstützung, was ich von der Ham gekriegt habe. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Felix, wenn man in der Honorarschule zum Turnen so nach hinten geht, ist ein großes Bild von dir in einer Vitrine. Du hast ja im Sportpark maturiert. Welche Erinnerungen hast du an diesen Teil der Schulzeit? Nur Gutes. Sicher, ich war da in einer Fußballklasse mit 20 anderen Fußballern in einem Alter, wo man auch viel Plätze in den Kopf hat. Ja. Wo mit 15, 16, 17, wo man ja, ein bisschen an Plätze auch macht. Nur schöne Erinnerungen. Ich kann mich noch erinnern, vom damals den Erfinder heute, den Hofer Frankie von der Fußballklasse, wo er gesagt hat, Fußball spielen, also super, und nebenbei machen wir ein bisschen eine Schule, und genauso haben wir das dann auch umgesetzt. Also ich glaube, für die Lehrer war es nicht das Einfachste, so eine Fußballklasse zu betreuen, aber es hat wirklich auch mit Training, Akademie und das Hin- und Herfahren, war alles super in Einklang, sicher war es anstrengend. Den Traum, was man mit 10, 11 schon verfolgt hat, den hat man natürlich auch immer nur vor Augen. Und sicher gibt es dann den einen oder anderen, der es nicht schafft, der sich vielleicht wehtut oder sonst irgendwas. Aber man hat den Traum vor Augen, und das war halt bei mir auch genauso, wo man das einfach umsetzen will. Und da steckt man halt, sage ich mal, privat auch ein bisschen zurück, wo man von Montag bis Freitag Schule hat, immer Training, Samstag bist du unterwegs, hast eigentlich nur Sonntag den freien Tag. Da muss man natürlich auch privat ein bisschen zurückstecken, aber umso schöner, wenn man es dann wirklich so schafft, und vor allem sehr wichtig, nebenbei nur die Matura macht, die Schule fertig macht. Das war schon, wie gesagt, dann auch wieder eine Voraussetzung von daheim, wo die Mama und der Papa gesagt haben, du, alles recht und schön, Fußballer lässig, aber die Schule gehört gemacht, und da ja, bin ich auch sehr dankbar und froh darüber, dass man in der Hinsicht der Druck gemacht worden ist, dass ich dann das auf Schiene gebracht habe. Diese Zeit der Doppelbelastung, Fußball und Gymnasium, Leistungssport und Ausbildung im Doppelpass, wie man so gern sagt, die sind ja nicht immer das Einfachste. Hat es da Momente gegeben, wo du selber überlegt hast, dass du eine von den zwei Sachen aufhörst? Vor allem mit Schule und mit Fußball war eher nicht, sage ich mal. Es ist alles so rund gelaufen, dass ich sage, es ist beides zu bewältigen. Wie gesagt, es gibt dann auch die Einzelfälle, man tut sich schon in jungen Jahren weh, dann funktioniert es nicht, dann bist du vielleicht in der Akademie nicht erste Wahl, zweifelst du ein bisschen. Das andere ist in der Schule, dass man sich schwer tut. Sicher gibt es auch, ich habe auch mal in Englisch da ein schwieriges Jahr gehabt, aber das hat sich alles in Grenzen gehalten. Also es war jetzt nie irgendwie so der Moment da, wo ich sage, ich haue jetzt irgendwo bei einer Sache den Hut drauf. Das ist bei mir eigentlich, ja, diese 5 Jahre, was da in der Akademie und in der Schule parallel gelaufen sind, die sind eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, und da bin ich auch ein bisschen froh drüber, sehr solide über die Bühne gelaufen, ohne jetzt irgendwelche größeren Problemen, sei es am Fußballplatz oder in der Schule. Das hat sich alles so in Grenzen gehalten, dass ich sage, das geht sich aus, und das macht man gern. Und genauso ist dann halt auch so passiert, dass ich die Schule fertig gemacht habe und dann halt den nächsten Step auf sportlicher Sicht gemacht habe. Wenn ich mir das Bild in der Vitrine vergegenwärtige, wie geht es da mit dem Begriff Vorbildfunktion für die Jugend? Finde ich extrem wichtig. Sicher, man wird im Alter auch immer, sagt man, und man hofft, dass man gescheiter wird, aber man betrachtet halt das alles ein bisschen anders. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, ich finde das super, wenn man dann einmal irgendwo auf den Sportplatz schaut und die Leute kennen die, und du willst denen da ein bisschen was mitgeben, erzählst denen ein paar Geschichten. Das ist, finde ich, extrem wichtig, und so sollte man auch das Fußballerleben halt vor sich hinleben, dass man halt einfach seine Sachen halt da ein bisschen mitgibt, seine Erinnerungen oder so ein paar Tipps. Und ich glaube, dass die jungen Kicker und Fußballerinnen da auch ein bisschen oder sehr interessiert sind,
wie hat es der gemacht, wie ist bei dem abgelaufen, schon wichtig, nein, was weiß ich. Da will man natürlich also seine Erfahrungen weitergeben und finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man das halt dann auch macht aus Fußballersicht. Kommen wir zurück zu deinen sportlichen Karriereschritten. 2008, nein, der Wechsel in die Akademie. Wie war das damals und in den darauffolgenden Jahren aus sportlicher Sicht? Ja, in der Akademie war es eigentlich dann für mich dann nicht mehr so viel Neues, weil ich eigentlich schon mit, wie wir vorher geredet haben, mit 11 eigentlich schon zum LASK gekommen bin, wo das eigentlich schon sehr ähnlich war. Also man hat halt für jeden Tag 4-mal Training gehabt. Für mich war es dann eigentlich nicht so eine Umstellung, wenn man jetzt, sage ich mal, mit 15 Jahren dann vielleicht vor einem kleineren Verein in die Akademie kommt, war für mich dann nicht so eine Umstellung. Von dem her habe ich das auch vielleicht den Schritt leichter bewältigt als wir andere, die halt vor einem kleineren Verein erst so mit 15 in die Akademie gekommen sind. Und das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, also mit den Trainern. Und das war halt einfach ein professioneller und man hat halt, sage ich mal, nicht mehr heimfahren müssen, man hat dort bleiben können. Das war schon alles ein bisschen leichter, als wie ich die Zeit gehabt habe mit 11 bis 14, sage ich mal. Aber wie gesagt, sehr, sehr lehrreiche Zeit, auch mit coolen Typen zusammengespielt, auch von Trainern sehr viel mitgenommen. Und es war halt dann schon so ein richtiger Vorstep, wo ich sage, das kann dann in Richtung Profifußball gehen oder nicht. Die 4 Jahre oder 5 Jahre Akademie habe ich auch sehr, sehr genossen und man hat nur schöne Erinnerungen dort. Ab 2012 dann bei den Erwachsenen Fuß gefasst mit Regionalliga-Debüt gegen St. Florian. Ja genau, das war dann nach der Akademie, kann mich nur genau erinnern, das war eine sehr schwierige Phase, sage ich mal, mit die schwierigste Phase in meinem, sage ich mal, Profifußball, wo es gerade angefangen hat eigentlich, weil da war Zwangsabstieg, LASK, also ganz schwierige Zeiten. Wir haben ganz am Anfang nur auf der Google trainieren dürfen, dann halt von, keine Ahnung, Buchenau trainiert bis Zördorf, Regionalliga-Zeiten und wir haben ja eigentlich eine super Mannschaft gehabt. Also da waren schon Konsorten wie Hieblinger, Harding, Trainer war Dagsbacher Karl durchgekommen. Also da hat man, wie gesagt, das war die ersten Jahre eigentlich aus dem Profifußball und da hat man schon ein bisschen aufgeschaut. Und das Schwierige war halt für die jungen Spieler und auch für mich vor allem, es hat eigentlich keine zweite Mannschaft gegeben. Also du warst da in der Regionalliga drinnen, wo du wenig Spielzeit dann gekriegt hast eigentlich, weil halt der Kader qualitativ gut war, mit sehr viel Ex-Bundesliga-Profis oder amtierende Bundesligaspieler, wenn ich kann mich erinnern, Bavau Berwan, glaube ich, war sein erstes Jahr, wo er Einser-Dormer war. Also da haben wir schon Harry Unverdorben, wir haben da wirklich schon Top-Spieler gehabt und es war halt Regionalliga und für die Jungen war das sehr schwierig, weil wir, wie gesagt, keine zweite Mannschaft gehabt haben. Wenn du das mit anderen Bundesligisten verglichen hast, da war die erste Mannschaft in der Bundesliga und hat einmal eine Amateurmannschaft in der Regionalliga gehabt und wir haben halt gar keine Amateurmannschaft gehabt und du hast dich halt in der ersten Mannschaft beweisen müssen und das war halt in der Phase, sage ich mal, für die Entwicklung sportlicher Natur nicht das Einfachste und Leichteste für mich. Was nimmst du aus derer Zeit mit, aus derer Zeit, bevor es dann aufgestiegen seid? Schwierige Zeit, auch mit sehr viel Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Wie gesagt, du bist jung, du willst gern kicken, hast aber wenig Spielzeit, bist gar keine Spielzeit, kannst dich dann nicht in einer zweiten Mannschaft beweisen. Also da muss man schon dann ja, sehr streng zu sich selber sein und vielleicht ein bisschen mehr machen als wie die anderen und ja, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn einmal was nicht so läuft, was sagt die Jahre davor in der Akademie alles gut gelaufen ist jetzt vor allem schlecht und du kannst nicht mehr kicken, so in die Richtung. Da muss man schon im Kopf stark sein und die Chance hat sich dann ja dann die Jahre oder Jahre dann später dann entwickelt, da wo auch für den Verein sehr wichtig war, dass wir in die zweite Liga kommen, wo wir dann mit, kann mich noch erinnern, mit Basching dann die Amateurmannschaft gestellt gehabt haben und das war so für mich auch dann enorm wichtig, dass halt die jungen Spieler, ich meine, ich war dann auch gar nicht mehr so jung, ich glaube, da war 21, wo ich dann einfach einmal ein Jahr in der Regionalliga gehabt habe, was mir für die sportliche Entwicklung sehr gut getan hat
ja, in den ein, zwei Jahren und davor halt war dann schon wichtig, dass man nicht gleich bei jedem Problem, wie gesagt, den Kopf in den Sand setzt und einfach da dran bleibt, weil du trotzdem zu dir immer selber sagen musst, du bist ein guter Kicker, du kannst das und du schaffst das, du hast dein Ziel vor Augen schon seit gute 10 Jahren und jetzt bist du so knapp dran und da gibst du jetzt dann auch nochmal Gas. Dein Profidebüt am 23. Spieltag der Saison 2014-15 gegen Mattersburg in der zweiten Liga, du warst damals 20. Wie war das für dich? Ja, genau. Ja, war eine sehr spontane Geschichte. Weißt du, das war, glaube ich, sogar das letzte Spiel vom Trainer Daxbacher. Der ist dann entlassen worden. In der Innenverteidigung hat gespielt Sean Barry und Kapitän Hieblinger. Der Hiebi hat sich, glaube ich, damals noch verletzt im Trainingslager. Und bin dann eigentlich eher kurzfristig in das so wichtige Spiel eigentlich reingerutscht, was man dann halt, glaube tabellenmäßig war Erster gegen Zweiter, wenn man in den Dual. Und ja, war schon ein sehr tolles Gefühl, abgesehen von dem, dass wir dort auswärts 0-3 verloren haben, dann die Tage drauf der Trainer entlassen worden ist. Erfolgreich war es nicht, sage ich mal mannschaftlich gesehen, aber für mich persönlich war es sicher so ein Highlight-Moment, an den man sich sehr, sehr gern zurückerinnert, auch wenn es jetzt ein 0-3 war. Aber es war schon was ganz Besonderes. Im Folgejahr, wo wir leider den Aufstieg nicht geschafft haben, war schwierig für euch als Mannschaft. Wie war das für dich, speziell auch als junger Spieler? Wir haben eine super Mannschaft gehabt, muss man sagen. Wir haben eine gute Saison gespielt, aber in dem Jahr ist dann, glaube ich, St. Pölten aufgestiegen, wenn ich das täusche. Genau. Die haben eine überragende Saison gespielt. Für mich war es eigentlich die erste Saison, wo ich sage, da habe ich schon 2/3, sage ich mal, glaube ich, gespielt. Wo ich sage, meine erste Saison, wo ich so in die Richtung ein bisschen Stammspieler war, das war schon extrem bitter, wie gesagt, weil wir eine gute Saison gespielt haben, weil wir einen guten Kader gehabt haben, weil auch das Ziel intern natürlich immer der Aufstieg gewesen ist und das nicht zu erreichen, war dann ja schwierig, aber wir haben sie dann zusammengesetzt und haben gesagt, so jetzt nächste Saison gehen wir nochmal Vollgas und dann ist uns halt natürlich der Aufstieg geglückt und das war dann umso schöner. Danke Felix, gleich reden wir über weitere spannende Themen, die unsere Kurven brennend interessieren. Magische Momente im Aufstiegsjahr, dein erstes Jahr in der Bundesliga, die Eurofights der Schwarz-Weißen, deine Wurzeln in Oberösterreich, dein Comeback und natürlich, was wir heuer noch von dir und dem LASK erwarten dürfen. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Saison 16-17, dann für mich zwei wichtige Momente. 29.07.2016, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gleich zu Saisonbeginn, ein ganz wichtiges 2-1 gegen Blau-Weiß, 2 Tore Luckeneder, 2-mal Vorlage PC Michael, 1-mal Ecken, 1-mal Freistoß. Nehmen wir uns mit auf die Reise. Ja, das ist auf jeden Fall in meiner schwarz-weißen Karriere sicher mit das Highlight, sicher mit dem Aufstieg. Aber das Spiel war schon extrem emotional. Man schaut sich gerne die Highlights nochmal an, hin und wieder, wenn es passt. Das war schon eine sehr, sehr coole Geschichte. Vor allem, es hat an dem Tag relativ viel, bis alles zusammenpasst. Also, ich kann mich erinnern, 20-30 Live-Spiel, Baschinger Waldstadion, ausverkauft gewesen. Super Wetter, also wirklich eine richtig warme, tolle Sommernacht. Und wir haben die Stimmung war unglaublich, also das war wirklich ein Wahnsinn, war nur der Stehplatzsektor war ja nur auf der großen Tribüne drüben, war schon ein richtig cooles und geiles Gefühl, da eigentlich, sage ich mal, mannschaftlich Topleistung abgeliefert mit dem Derby-Sieg, ich glaube, hat es ja länger nicht gegeben gehabt, 4-5 Jahre, wo ich sage, im Profifußball, wo es gerade links ein Derby gegeben hat, dann natürlich mit 2 Toren nur die Leistung oder den Abend gekrönt. Das war schon sehr emotional und man erinnert sich sehr, sehr gern zurück. 2 Tore in einer Partie oder zu gegen Blau-Weiß, das gefällt den Fan.
mit sowas kann man ja fast Heldenstatus erlangen. Ja, ich will nicht sagen, dass es jetzt nicht nur das Spiel war, aber sicher, da gibt es den Beitrag dazu, dass man da halt, ja, vielleicht ein bisschen aus Fanliebling oder sonst irgendwas gesehen wird. Ich hoffe, dass nicht nur das eine Spiel ist, weil dann muss ich mir überlegen, ob ich öfters nicht einmal zwei Tore schieße. Aber wenn es so einfach wäre, dann würde ich es natürlich gern machen. Aber nein, das war schon, das ist für einen Oberösterreicher, für einen richtigen Schwarz-Weißen einfach schon ein besonderes Gefühl gewesen. Heimspiel ausverkauft, super Wetter und du machst als Innenverteidiger zwei Tore und gewinnst das Spiel dann nur 2-1. Ich kann mich erinnern, unter dem Spiel, wo wir dann kurz nach der Halbzeit einen Elfer gegen uns gekriegt haben, haben gesagt, 1-0 vorne gewesen, Tor gemacht und dann hat der Babo den rausgebissen. War natürlich für das Ergebnis und für mich selber auch noch besser und dann halt mit dem zweiten Tor noch gekrönt. Also aus Oberösterreich, aus Laskler, glaube ich, gibt es nicht recht viel schönere Sachen, als wie in einem Linzer Stadtderby das zu 2-1 gewinnst, beide Tore zu machen. Am Schluss von der Saison natürlich der Aufstieg in die Bundesliga, endlich wieder oben. Das war kaum zu glauben, wie kurz erst her, vor etwas mehr als 4 Jahren, 2017. Wie hast du diesen magischen Moment als Laskler erlebt? Es war immer halt das Ziel, was wir vor Augen gehabt haben, auch wenn wir vorher schon geredet haben, auch mit dem Nicht-Erreichen des Aufstiegs im Vorjahr, war immer so ein bisschen jetzt erst recht oder jetzt nur mehr. Und dass uns das halt dann, sage ich mal, relativ früh auch in der Saison schon geglückt ist, war das natürlich ein sehr tolles Gefühl und man hat auch immer gewusst, was für Möglichkeiten auch in dem Verein, in der Marke LASK steckt und auch in der Stadt. Also selber, wenn man ja aus Oberösterreich ist und die Eltern auch irgendwo in Linz arbeiten, irgendwer hat immer was mit dem LASK zum Tun gehabt. Also ob es früher war, ob die Eltern ins Stadion gegangen sind oder Bekannte. Man hat immer gewusst, was in LASK in dem Verein drinnen steckt. Nur ist halt relativ, sage ich mal, ich war in der Regionalliga dabei, wo wirklich nicht viel zusammenpasst hat und dass man halt dann als Oberösterreicher auch dann dabei sein darf, den LASK wieder in die Bundesliga zu führen, war schon ein sehr, sehr tolles Gefühl und man hat sich natürlich mitgefreut und auch das war, sagen wir mal, das Feedback, was man auch von den Fans gekriegt hat, das war schon ein tolles Ereignis. Dann Bundesliga, dein erstes Bundesliga-Jahr, wie war das für dich beim LASK? Mit Höhen und Tiefen, was natürlich besonders war, das erste Spiel, das erste Bundesligaspiel in Bashing, wie wir gespielt haben, gegen die Admira, 3-0, glaube ich, war es. Das bleibt natürlich sehr stark in Erinnerung, auch weil wir halt auch viele Spieler gehabt haben, die auch ein erstes Bundesligaspiel dort gehabt haben. Also wenn ich jetzt Peter Michal hernehme, Maxi Ullmann hernehme, Togan Erdogan, es waren alles so Zweitligaspieler und wir haben halt als Mannschaft das geschafft, dass wir in die Bundesliga kommen und dann haben wir so einen Einstand gefeiert mit ausverkauftem Haus, mit einem tollen 3-0-Sieg. Das war so das große Highlight in der Saison, wo man sich dann auch letztendlich dann noch als Aufsteiger dann für einen internationalen Bewerb qualifiziert haben, spricht auch für die Leistung, die alle da mit erbracht haben. Und das war schon auch ein tolles Gefühl und wir haben gewusst, der LASK ist ein großer Verein, ein Top-Adresse und wir haben es ja mit allen Beteiligten da zusammengebracht, dass wir von der Regionalliga bis in den internationalen Bewerb kommen und das war halt, glaube ich, für den Linzer Fan schon oder für den schwarz-weißen Fan schon irgendwie ein bisschen nicht glaubhaft, in so kurzer Zeit so einen Aufstieg zu feiern und mitbewirken. Und ich glaube, das bleibt da irgendwie bei jedem LASK-Fan hängen. Felix, du warst ja über weite Strecken bei Oliver Glasner in der Startelf plötzlich nicht mehr erste Wahl. Du bist damals ja in den Medien als heiße Transferaktie gehandelt worden. Wie hast du diese aus meiner Sicht unklare und schwierige Zeit als junger Spieler erlebt? Das ist part of the game, sage ich mal, dass er dann von anderen Vereinen ein bisschen Unruhe reinkommt. Aber ich habe mich mit dem eigentlich nie so wirklich beschäftigt gehabt, weil es auch sehr spontan gekommen ist. Ich das eigentlich nur über die Medien erfahren gehabt habe. Ja, kann auch jetzt
gar nicht sagen, wie weit oder irgendwie genau das Interesse dann auch da war. Sicher hat man es über die Medien ein bisschen mitverfolgt und mitgekriegt. Das ist halt, wie gesagt, part of the game, dass Interessen da sind, mehr oder weniger. Manches ist konkreter, manches ist nicht so konkret. Aber ich habe mich in der Phase eigentlich gar nicht so damit beschäftigt, weil ich war einfach nur stolz drauf und auch ein bisschen, ja, einfach so ehrgeizig, dass ich sage, ich habe eigentlich mit meinem Verein, ich habe kurz vorher noch einen Vertrag, glaube ich, um 3 Jahre verlängert, mit meinem Verein, mit meinen Jungs, sage ich mal, da so den Aufstieg mit dem LASK gefeiert und wollte einfach jetzt da in der Bundesliga ein bisschen durchstarten einfach. Und von dem her habe ich mich eigentlich mit dem eher weniger beschäftigt. Ja, habe dann in dieser Saison dann vielleicht ein bisschen zu schnell den Kopf ins Sand gesetzt. Man wollte immer mehr und habe auch im ersten Jahr und in der Bundesliga meine Einsatzzeiten gehabt und habe mir halt, ja, dann, wie gesagt, ich wollte nur mehr und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen einen Schnellschuss gemacht und habe mir gedacht, ja, ich probiere es jetzt woanders, weil ich war schon immer da beim LASK und ich will mir das mal woanders anschauen. Und im Nachhinein sage ich, ja, wäre es vielleicht gescheiter gewesen, ich hätte mich da noch reinbissen und hätte halt beim LASK noch das so verfolgt, aber das habe ich halt nicht gemacht. Der Weg ist halt woanders hingegangen, ich habe andere Sachen gesehen und war für die persönliche Entwicklung da natürlich auch sicher nicht so schlecht. Du bist ja dann nach Altach verliehen worden, wie war der Jahr im Ländle, relativ weit weg von der Heimat? Ja, es ist zwar nur in der österreichischen Bundesliga, aber ich habe immer gesagt, ich spiele im Ausland, weil es halt relativ weit weg ist. Vor allem auch mit der Sprache habe ich mir gedacht, so, ich muss im Ausland sein, weil ich die Hälfte nicht verstanden habe. Nein, Spaß. Es war ja im Großen und Ganzen, sage ich, für meine persönliche Entwicklung sicher was Wichtiges, was Gutes, dass ich von daheim einmal rausgekommen, dass ich mal was anderes sehe. Wie läuft es woanders ab? Wie ticken die Trainer dort? Wie ist es, wenn man ja nicht daheim in der Nähe von der Mama oder von den Eltern ist? Sicher sehr wichtig gewesen. Sportlich war es ein sehr, sehr schwieriges Jahr, weil ich mich am Anfang gleich in der Vorbereitung verletzt habe. Bin dann ja eigentlich eh Stammspieler gewesen. Wir waren aber mannschaftlich gesehen einfach ja immer gegen einen Abstieg gespielt. Es war ein schwieriges Jahr und es hat dann auch einen Trainerwechsel im Frühjahr gegeben, der mir sicher nicht in die Karten gespielt hat, weil mir dann einfach ja den letzten 10 Spielen klipp und klar gesagt worden ist, du wirst vermutlich nicht viel spielen, weil du Leihspieler bist, weil du im Sommer wahrscheinlich weg bist und genauso ist es auch gekommen. Von dem her, ich würde jetzt nicht alles schlecht reden, weil ich mich sicher auch persönlich sehr, sehr weiterentwickelt habe und wie gesagt, andere Dinge, andere Sichtweisen gesehen habe. Sportlich, ja, man muss auch mit Rückschlägen zu kämpfen, umzugehen zu wissen und von dem her war es dann nur ein Jahr in Altach, aber man erinnert sich dann auch wieder gern zurück, weil wir halt, was mir ein bisschen an Zuhause erinnert hat, war, ich habe den einen oder anderen oberösterreichischen Mitspieler gehabt und wir haben da so eine Oberösterreich-Connection gehabt mit Biesinger, Dobras, Karic, Schreiner, Ex-Lask-Spieler. Da hat man sich dann auch doch ein bisschen als Oberösterreicher gefühlt und ich will nicht alles schlecht reden, was in Ländle passiert ist. Felix, dann bist kurz zurückgekommen, um wenige Wochen später wieder verliehen zu werden, diesmal nach Hartberg. Dein erstes Jahr in der Steiermark hat ein Highlight gehabt, was man auch gerne einmal in LASK-Dress sehen daraten, und zwar 2 Tore gegen Rapid. Ich war dann retour beim LASK, habe mich dann 1-2 Wochen fit gehalten. Es war natürlich schwieriger, in so eine gestandene Mannschaft reinzukommen, auch wenn man die nicht so viel Spielzeit gehabt hat in Altach. War für mich klar, dass ich habe nur Vertrag, aber für mich war persönlich klar, ich muss mal was anderes suchen, ich muss mal wieder ein bisschen ins Rampenlicht reinspielen und da kann ich mich noch genau erinnern, der Anruf kam vom Trainer, damalige Trainer in Hartberg, Markus Schopp, und der wollte das machen und ich war davon auch gleich sehr überzeugt. Dann haben wir eigentlich mit Hartberg ja eine unglaubliche Saison gespielt. Wir haben die Saison als Fünfter abgeschlossen, haben sie dann auch in dem Europa League Platzierungsspiel gegen die Austria durchgesetzt. Also das war für Hartberger Verhältnisse ja schon eine überragende Saison und ich glaube, ich habe da auch meinen Beitrag dazu geleistet. Ich glaube, fast jedes Spiel über 90 Minuten abgeliefert und
ja, man kann aus Hartberger Sicht schon auf dieses Jahr sehr, sehr stolz sein. Gegen Rapid ein Tor zu erzielen, natürlich als LASK-Spieler oder als für die LASK-Fans, glaube ich, eine tolle Sache, und ich werde daran arbeiten. Parallel dazu hat der LASK ja national und international für Furore gesorgt. National hat man Salzburg zum Teil schon etwas ärgern können in der Zeit, international starke Partien abgeliefert. Wie hast du das damals miterlebt, diese Euro-Highlights und die Entwicklung der Schwarz-Weißen in dieser Zeit? Ja, es ist schon unglaublich, wenn man sich halt diese Geschichte des LASK in den letzten 6-7 Jahren anschaut, wie sich der Verein entwickelt hat, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, wo ich jetzt nicht da war, was sich da im Bürosektor getan hat, auch infrastrukturell, was da entstanden ist. Das ist schon unglaublich, wenn man zurückgeht, wie es bei mir noch war vor gut 7 Jahren, wo wir in Zöhrdorf trainiert haben, in Buchenau trainiert haben. Also das ist schon eigentlich fast unglaublich, wie gute Arbeit da geleistet worden ist. Und man hat es, ja, sicher als Oberösterreicher oder als Linzer verfolgt man das und war halt immer nur in Kontakt mit den meisten Spielern, habe ich eh schon erwähnt, mit Wiesinger, mit Golginger, mit Schlager, mit Trauner Gernot, also immer im Kontakt gewesen eigentlich. Man hat sich gerne in Linz auch auf einen Kaffee getroffen, wenn man daheim war. Da muss man schon sagen, also Hut ab von allen Beteiligten, was da eigentlich entstanden ist. Ich büte mir ein, dass ich die bei dem ein oder anderen Europapokalspiel auf der Google als Zuschauer gesehen habe. Ja, da war ich einmal dort. Das war, kann ich erinnern, Basel, Champions League Quali, wo man eigentlich, ja, wenn der LASK in einer Champions League Qualifikation ist, dann muss man sich das anschauen. Ja, es hat halt dann auch gut gepasst, zeitlich, dass ich gerade in Oberösterreich war, und bei Alkmaar-Partie habe ich mir einmal angeschaut. Da war eigentlich federführend ein Mitspieler, der Dario Tadic, den ich gefragt habe, du, was ist, schauen wir sie in LASK an? Und dann hat er gesagt, ja, aber nur in Stehplatz. Dann habe ich gelacht und dann habe ich gesagt, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, und das hat dann super geklappt. Und ja, von Graz aus war es jetzt auch keine Weltreise, aber man hat die Spiele gern verfolgt, also auch im Fernsehen. Also ich habe da immer Auftrag gehabt, weil halt in erster Linie der LASK mein Verein ist, weil halt einfach nur so viele Spieler dabei waren, die eigentlich meine Freunde sind, und das ist jetzt auch noch so, und denen schaut man natürlich sehr gerne auf die Beine. Wie schaut es generell mit den Roots aus, mit deiner Verwurzelung? Du bist ja, wie man hört, immer wieder im Haselwies-Stadion von Rottenegg zum Segen. Ja, ab und zu, wenn Fußball gespielt wird. Also ist ja eine traurige Gewissheit, dass eigentlich das Ganze ein bisschen, sag ich mal, im Bach runtergegangen ist, wobei sie jetzt da Spielgemeinschaft entwickelt hat ab mit den Heuringer. Genau, ab heuer. Man merkt halt, dass es halt nicht mehr so den Zug hat wie früher, weil es halt sehr für andere Alternativen gibt. Es fehlen auch die Nachwuchsspieler, und es macht das Ganze halt nicht einfacher. Also kann mich erinnern, wie es bei mir war, da hat halt jeder Fußball gespielt, und jetzt hat sich das ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, was das für so kleine Gemeinden, sage ich mal, mit knapp 1.200 Einwohnern, macht es sich schon ganz schwierig, eine gewisse Anzahl von Jugendmannschaften zu stellen und rundherum. Also es ist nicht einfach, aber ich bin ja noch sehr gern daheim in Rottenegg, und wenn es einmal passt, dann schaue ich mir ein Spiel an. Bin auch gern irgendwo, ganz egal wo, im Unterhaus, im Mühlviertel, auf diversen Fußballplätzen anzutreffen, wenn meine Freunde dort spielen, wenn Kollegen dort spielen. Man ist gern dort und schaut halt auch den Burschen auf die Füße, und es macht auch sehr Spaß, sage ich, einen richtigen Unterhauskick anzuschauen. Zu deiner persönlichen sportlichen Entwicklung ganz kurz zum letzten Jahr, zum zweiten Jahr in Hartberg. Da hast du gefühlt nur einmal einen Schritt nach vorn gemacht. Wie siehst du die vergangene Saison im Rückspiegel? Ja, es war wieder aus Hartberger Sicht eine ganz solide, gute Saison. Wir haben schon einmal mit Hartberg dort in dieser Saison dann international in Polen gespielt, Europa League. Das war für mich auch persönlich ein riesengroßes Highlight. Was halt dann schwierig war mit Corona ohne Zuschauer, es war nur ein Spiel, das haben wir unglücklich verloren, aber als bessere Mannschaft eigentlich, und haben dann eigentlich auch
eine gute bis solide Saison gespielt. Das ist immer, sagen wir, für den kleineren Vereinen ist es natürlich immer das Ziel, unter die ersten sechs zu kommen in das obere Playoff. Und das haben wir wieder fast geschafft eigentlich. Das haben wir in der letzten Minute gegen St. Pölten verspielt gehabt. Das war schon ein bisschen so ein Bruch innerhalb der Mannschaft. Aber haben sie dann auch souverän als Erster in dem unteren Playoff qualifiziert gehabt für dieses Playoff-Spiel wieder. Das, was wir dann leider verloren haben. Und für mich persönlich, ich war halt, ja, aber auch guten Draht zum Trainer gehabt. Der Trainer war extrem überzeugt von mir. Habe selber auch nur einen Schritt nach vorne gemacht. Einfach auch diese Routine, wenn du das eine oder andere Bundesliga-Spiel mehr in den Beinen hast, du kriegst mehr Sicherheit. Auch das Standing innerhalb der Mannschaft hat mein Wort da schon ein bisschen ein Gewicht gehabt, wo die Jungs auch dann hingekehrt haben und gesagt haben, ja, das machen wir so, das machen wir nicht. Und das war halt für mein fußballerische, sportliche Entwicklung schon nur mal so ein ganz wichtiges Jahr, was ich dort miterleben habe dürfen. Apropos Trainer, Dominik Thalhammer hat bei deiner Verpflichtung gesagt, dass du als talentierter Spieler gegangen bist und als gestandener Bundesliga-Profi zurückkommst. Außerdem wirst du uns mit deiner Passqualität und Kopfballstärke helfen. Was sagst du zu dieser Beschreibung? Das, glaube ich, trifft es eigentlich relativ gut. Also Kopfballstärke, wenn ich das in die Aufstiegssaison nehme, wo wir mit LASK aufgestiegen sind, glaube ich, 6 Tore gemacht. Ich glaube, alle 6 hat man da mich überhaupt besser aufgelegt. Also das wird so in die Richtung passen. Dort, glaube ich, mein Papa oder meine Mama hat es auch schon gesagt, du, der Peter, der ist noch immer da, der schießt noch immer die Standards, also das könnte gut passen wieder. Und ich sage, vor allem was ich in den Bundesligaspielen, was man schon gespielt hat, einfach entwickelt, auch diese Sicherheit, auch die Routine. Und ich glaube auch mit meinem linken Fuß, das hat da schon irgendwie so richtig am Punkt gebracht, auch dieses Passspiel, wo ich sage, das ist eine Stärke von mir. Das kann ich, glaube ich, oder hoffe ich zumindest gut reinbringen, auch die Mannschaft unterstützen. Und dann sieht man eh, das ganze LASK-Spiel hat sich auch ein bisschen geändert, vor allem auch, weil sie die Mannschaften gut oder anders halt auf dem LASK einstellen. Also wenn man da hernimmt, die Ballbesitzstatistiken, also da ist ja der LASK mit Abstand der meiste oder der erste in den Tabellen, wo du um die 70% Ballbesitz hast, da kommt das Spiel natürlich mir ein bisschen mehr entgegen und da hoffe ich natürlich, dass ich der Mannschaft so gut wie möglich unterstützen und helfen kann. In der Übertrittszeit hat sich ja einiges getan beim LASK. 3 der Hartberg-Stammelf vom letzten Jahr sind jetzt bei uns im Verein. Dafür haben einige Spieler den LASK verlassen, so unter anderem der Gernot Trauner und der Reini Ramftl. Transferkarussell dreht sich ordentlich auch beim LASK. Überrascht, dass sie auch bei den Schwarz-Weißen her so viel tut? Ja, man merkt es auch an den Transfers. Es ist ein bisschen ein Umbruch innerhalb der Mannschaft. Die Jungs haben in den letzten Jahren so gute und tolle Leistungen erbracht, dass das irgendwie ja, auf Dauer halt zwingend dann ist. Auch wenn man sich die Transfer anschaut, Reini Ramftl wechselt zu Schalke 04. Also das ist schon vom LASK weg. Also man muss mal nachdenken, wie gut oder wie toll der Verein performt hat, auch die einzelnen Spieler. Also der Wechsel zu einer Top-Adresse im deutschen Fußball. Dann Gernot Trauner wechselt zu einer Top-Adresse in Holland. Also das muss halt auch den LASK-Fan irgendwie dann ein bisschen bewusst werden. Man kann diese Spieler einfach nicht halten, weil das ist wirklich, der LASK war vor 7 Jahren, sage ich mal, nur in der Versenkung und jetzt wechseln Spieler von nicht ohne Zwischenschritt einfach direkt zu solchen Top-Adressen. Also das muss man schon sagen, da ist einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht worden und ich glaube auch, das ist so ein bisschen ein Umbruch, dann halt einfach dann zwingend wird, wenn sie die Spieler so empfehlen und sie dann ja, in Wahrheit so einen Transfer ja, verdienen, dann ist auch so ein bisschen ein kleiner Umbruch sicher zwingend und man hat auch mit der Verlängerung von Michael Peter gezeigt, dass er in der anderen Richtung auch geht, dass man die Spieler auch da halten kann, was für den Verein auch sehr wichtig ist und ja, das ist vielleicht ein bisschen ein größerer Umbruch, denn was man in den letzten Jahren vom LASK nicht kennt hat, aber ich bin guter Dinge, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung läuft.
Felix, schauen wir noch ein bisschen auf die Zukunft, auf die nahe und auf die mittlere Zukunft zu den heimischen Bewerben heuer. Was erwartest du dir von dieser Saison beim LASK in der Liga und im Cup? Ja, man hat sich ja mit diesem kleinen Umbruch ein bisschen jetzt da zu kämpfen, aber der LASK oder der Verein an sich sieht sich halt auch dort, wo man in den letzten Jahren die Platzierung abgeschlossen hat. Es war letztes Jahr auch ein unglaubliches Highlight mit einem Cup-Endspiel. Also das hat es ja auch 20 Jahre schon immer gegeben. Das waren schon Top-Leistungen und an die gilt es natürlich anzuknüpfen. Man hat auch gewisse Erwartungen auch innerhalb des Vereins, auch von außen. Das wird natürlich mit solchen Erfolgen nicht geringer werden. Und ich glaube, wenn man dort wieder hinkommt, diese Routine reinbringt, da wieder das gewisse Selbstvertrauen. Es hapert ja nicht an viel, sondern nur Kleinigkeiten, und da bin ich guter Dinge, dass das einfach wieder in die richtige Richtung läuft, und dann sind solche Erfolge oder solche Platzierungen, wie es, sage ich mal, in den letzten Jahren vom LASK passiert ist, wären schön, und da gibt es auch wieder daran zu arbeiten. Jeder Einzelne muss sich an der Nase nehmen und Gas geben, und dann bin ich guter Dinge, dass das wieder da genau dorthin kommt, wo sich der LASK in den letzten Jahren entwickelt hat. International hat sich der LASK zum dritten Mal in Folge für Gruppenphase qualifiziert. Wie geil ist das für die, international für den Stammverein zu spielen? Ja, das war immer schon ein gewisser Trauma, dann einfach für mich selber irgendwann einmal in einer internationalen Gruppenphase zu spielen, und dass sich das halt jetzt dann auch so entwickelt hat, dass ich das eigentlich mit meinem Verein machen kann, ist es natürlich umso schöner. Nicht nur für die Spieler, nicht nur für den Verein, Highlights für die Fans. Unglaublich cool, glaube ich. Da jetzt auch, ich glaube, gestern mitgekriegt habe, dass Auswärtsfans erlaubt sind. Genau, ja. Schon richtige Highlights, und die gilt es auf der einen Seite zu genießen, aber für jeden Einzelnen natürlich eine Chance, da wieder richtig weit zu kommen. Der LASK und die Burschen am Spielfeld haben es schon bewiesen, dass man da wirklich weit kommen kann, und dann werden so Spiele wie, bitter wegen Corona, aber dann werden so Spiele wie LASK gegen Manchester United zur Realität, und das war nur vor einigen Jahren maximal Spiele auf der PlayStation und das ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Conference League, unsere Gegner heißen Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki und FC Alashkert Martuni aus Armenien. Die sind laut Transfermarkt alle relativ weit unter unserem Kaderwert. Nach der Papierform sollten wir die Gruppenphase also überstehen. Wie schätzt du das ein? Naja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Laut Papierform sind schon sehr viele Dinge passiert, die was eigentlich nicht gang und gäbe gewesen wären. Ich habe mich natürlich noch nicht so damit beschäftigt, man hat es mitgekriegt, gegen wen man spielt, aber das werden sicher wieder Spiele auf Messerschneide werden, genauso wie die Qualifikation dorthin, also auch wenn man diese zwei Spiele hernimmt gegen diese Schotten, wo normalerweise nach Papierform natürlich schon wieder alles klar gewesen wäre. Das war es aber nicht, und ich glaube, genauso wird es ja die Gruppe so entwickeln, dass es sehr enge Spiele werden, aber der LASK und die Spieler haben schon auch diese Routine, die letzten zwei Jahre, die jeder einzelne Spieler gut tut, mal auf so ein Niveau, auf dieser Bühne zu gespielt haben zu dürfen. Ich glaube, die gibt jeden einzelnen Spieler da im Verein sehr viel Selbstvertrauen und Sicherheit, dass es sicher auch das Ziel sein sollte, dass man diese Gruppe übersteht. Und der LASK hat es ja letztes Jahr fast geschafft in einer sehr starken Gruppe, und vor zwei Jahren ist man Erster geworden in der Europa League Gruppenphase. Also das sind schon Leistungen, an die man anknüpfen kann, und die Erwartungen da sind, dass man das schaffen kann. Felix, zum LASK und seine Fans, wie sehr freust du dich schon auf die Bundesliga Comeback in Pasching? Ja, sicher ein spezielles Spiel. Freue mich natürlich irrsinnig, wieder in den richtigen Farben in Pasching spielen zu dürfen. Bin gespannt, wie sie das entwickelt. Aber natürlich ein tolles Gefühl war jetzt so in den letzten drei Jahren,
Man hat hin und wieder mal eine Sprechchöre am Spielfeld mitgekriegt aus Spielern von der gegnerischen Mannschaft, und das war schon für mich persönlich schon sehr, sehr emotionale Sachen, auch wenn man halt am Platz steht und die gegnerische Dress anhat. Aber sicher ein tolles Gefühl und freue mich schon irrsinnig drauf, und dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Du warst ja immer ein Fanliebling beim LASK, eine ganze Reihe von Fanchören aus der Kurve sind dir gewidmet gewesen, beziehungsweise auf dich umgedichtet worden. Woher glaubst du, kommt das, diese Präsenz in der Kurve? Ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, es ist mein überragender Schmäh. Nein, Spaß. Ja, sicher, wenn man beim eigenen Verein sage ich mal, Profi wird, wie soll ich sagen, die Fans haben ein bisschen mehr Identifikationsfigur mit einem, der was schon länger da ist, und ich glaube, ich komme jetzt auch nicht so zuwider an, dass ich sage, den mag keiner oder den mögen wir nicht. Ja, schwierig zum sagen, sicher, man ist stolz aus Linzer, aus Mühlviertler, da einfach für seinen Verein spielen zu dürfen, und wenn halt dann auch von den Jungs in der Kurve auch das Feedback kommt, ja, mit dem kann man sich gut identifizieren, dann ist es natürlich umso schöner und macht dann in einer gewissen Hinsicht sehr stolz. Es ist seit Jahren immer wieder die Rede von der LASK-DNA. Was ist für dich die LASK-DNA und was ist der LASK für dich? Der LASK in der Hinsicht ist natürlich mein Verein, also das sind meine Farben. Der LASK hat mir das ermöglicht, da Profi zu werden, von U10, sage ich mal, bis in die Profimannschaft. Also dass so viele Trainer gegeben, die mich da auf dem Weg unterstützt haben. Und das wird immer so sein. Also Schwarz-Weiß werden immer meine Farben sein. Das wird mein Verein sein. Ja, die LASK-DNA, ein bisschen mehr von außen reinkommen, aber einfach dieses intensive Spiel gegen den Ball, mit Ball, dieses Marschieren, sage ich mal, das ist vielleicht, was bei den Fans einfach hängen bleibt, und das ist auch im Verein sehr, sehr wichtig, und einfach dieses Arbeiten, Marschieren, glaube ich, wird auch vom Verein so vorausgesetzt, innerhalb des Büros, aber auch innerhalb der Mannschaft, der Spieler, dass man einfach immer versucht, das Beste rauszuholen, positiv bleiben, aber auch bescheiden und demütig. Und das ist für mich halt diese LASK-DNA, arbeiten, marschieren, bescheiden, demütig bleiben, und dann ist halt genau das möglich, was in den letzten Jahren innerhalb des Clubs passiert ist. Und das ist schon ein unglaublicher Aufstieg. Wir haben ja, bevor du gekommen bist, sagen wir, eine kleine Ergebniskrise zum Saisonstart gehabt, speziell vor der Länderspielpause die Derby-Niederlage generiert, die natürlich die Fans ordentlich schmerzt. Aktuell Rang 8 in der Bundesliga, Medien und Fans sind zum Teil schon ein bisschen unruhig. Ansprüche, wie du gesagt hast, sind natürlich hoch aufgrund der Erfolge der letzten Jahre. Wie groß ist der Druck auf die Truppen aktuell? Wie spürst du das? Ja, sicher, die Medienpräsenz und alles ist einfach in größeren Vereinen einfach auch, die Erwartungshaltung wird automatisch größer, und wie du auch vorher gesagt hast, mit den Erfolgen in den letzten Jahren hat sich halt die Mannschaft da von außen einen gewissen Druck aufgelegt, aber auch intern natürlich umso mehr. Man will halt wieder dorthin, man will mehr erreichen, man will noch weiterkommen wie soll ich sagen, man war jetzt schon in einem Cup-Finale, man will da wieder mal in die Richtung hinkommen, dass man was mitnimmt, dass man was in die Händen hält, und das ist natürlich, das bleibt halt auch bei jedem Spieler einfach hängen, und der eine geht ein bisschen leichter um, der andere tut sich schwerer, aber ich glaube trotzdem, man muss das alles ein bisschen mit dem richtigen Blickwinkel auch sehen, also es fällt nicht viel, also wenn du hernimmst da diese Derby-Niederlage, okay, ich habe mir das Spiel im Fernsehen angeschaut, da fällt es wirklich nur an Kleinigkeiten, man muss sich belohnen, auch in gewissen Situationen. Dieses Spiel ist ja auch bezeichnend für das, was in den ersten 6 Runden passiert ist. Man kann jetzt nicht sagen, vor einem schlechten Saisonstart oder es hat nichts hingehauen. Also man hat sich in gewissen Situationen nicht belohnt, und ich bin guter Dinge, dass man das jetzt da vor allem nach der Länderspielpause, bin jetzt seit Mittwoch dabei, also da ist, glaube ich, an den richtigen Schrauben gedreht worden,
Und jetzt geht es, sage ich mal, so richtig los auch mit dieser Dreifachbelastung. Und da bin ich ja, da sehr davon überzeugt, dass sehr viel richtig gemacht wird und dass ja die Fans dann wieder belohnen mit diversen Auswärtsfahrten international und dass da gute Leistungen abgeliefert werden. Dann beruhigt sich das Ganze auch ein bisschen. Und man sieht es halt auch allgemein in der Liga, es ist sehr ausgeglichen. Also man sieht, vorne ist Salzburg weg, aber die anderen, da ist alles so knapp beieinander. Also zwischen 12 und Platz 3 ist, oder 2 sogar, ist alles knapp beieinander. Und wie ich vorher auch schon gesagt habe, man darf nicht den Kopf in den Sand setzen. Es läuft sehr, sehr viel richtig innerhalb des Vereins. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, an die gedreht werden müssen. Und wie ich jetzt auch mitgekriegt habe, da wird geschraubt und gedreht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ja noch sehr, sehr viele Erfolge miteinander feiern können. Am Sonntag geht es gleich daheim gegen die Austria aus Wien. Wie schafft es den Turnover und endlich wieder einen Sieg einzufahren? Wir sind sehr fokussiert. Wir sind davon überzeugt, dass wir da daheim in die richtige Richtung kommen und auch uns selbst als Mannschaft, aber auch die Fans wieder belohnen können. Und da bin ich, wie gesagt, da davon überzeugt, dass wir jetzt nach der Länderspielpause da sie mit sehr, sehr vielen Erfolgen belohnen können und dann geht das Ganze wieder in eine andere Richtung. Wir sind schon fast am Ende. Was möchtest du im Fußball noch unbedingt erreichen? Was ist dein größter Wunsch als Fußballer? Ist schwierig, aber so mit meinem Verein, mit meinem LASK, irgendwann einmal irgendwas zu feiern, wo man wirklich was in der Hand hält, das wäre schon sehr besonders und ich glaube, in diese Richtung sehnen sie alle irgendwie, alle LASK-Fans und bin auch guter Dinge, dass das irgendwann mal passieren wird, aber man schaut jetzt von Spiel zu Spiel, von Step zu Step. Ja, jetzt heißt es gut reinstarten, jetzt nach der Länderspielpause und dann geht es Schlag auf Schlag und da wollen wir natürlich so viel gewinnen wie möglich. Abschließender Punkt, du hast ja die Zeit des LASK auch in den Niederungen der unteren Ligen noch mitbekommen und auch einige Highlights. Was war bisher der größte Moment, den du mit dem LASK miterlebt hast? Das war, wir haben vorher schon drüber geredet, da hat es auf der einen Seite den Aufstieg in die Bundesliga gegeben, da hat es dann noch das Derby mit den zwei erzielten Toren, aber auch in der ersten Bundesliga-Saison dieses Qualifizieren für diesen Europa Cup, also das war so für jeden LASK-Fan irgendwie so ganz weit weg und vor allem war es da und das ist halt, wenn man sich dann halt diese internationalen Spiele anschaut und miterleben darf, dann sieht man auch in diesen Gesichtern von den Fans, die in der Kurve stehen und das sind schon irgendwie sehr, sehr besondere Momente und halt auch wenn es jetzt ja zum dritten Mal passiert ist, in einer Gruppenphase reinzukommen. Es ist, glaube ich, trotzdem noch immer für so einen richtigen LASK-Fan irgendwie so, ja, eigentlich ganz weit weg, aber es ist Realität und das ist schon was ganz was Besonderes. Wohin glaubst du, geht die Reise mit dem LASK noch hin in den kommenden Jahren, sagen wir mal, bis zum Juli 2024? Schwierig zu sagen. Also im Sport kann alles passieren und ich hoffe, so positiv, so erfolgreich wie möglich und dann sind wir alle glücklich. Lieber Felix, danke für das Gespräch bei 1908, dem Live-Radio-LASK-Podcast, powered bei Zipfer. Alles Gute und vor allem Gesundheit für Erfolg und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Danke, danke. Ciao, servus. 1908, der Live-Radio-LASK-Podcast.